Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und im heutigen Video reden wir über die Zukunft des Spiels. Genauer gesagt über die erste richtige Erweiterung und über Season 3. Denn beide haben schon richtig fette Leaks bekommen mit Inhalten, mit Auflistungen, was wir da so erwarten können. Und auch wenn ich dem gegenüber ein bisschen skeptisch bin, einige Sachen klingen auf jeden Fall sehr plausibel. Und vor allem ist jetzt am 3. und 4. November die BlizzCon. Und da wird Blizzard auf jeden Fall ein bisschen was Größeres zu Diablo 4 in der Hinterhand haben. Und ich denke, dass sie da auch die erste Erweiterung zeigen werden. Denn es wurde schon gesagt, das wird ein besonderer Livestream sein. Das wird nicht einfach nur ein normaler Lagerfeuer-Chat. Da wird auch über die Zukunft des Spiels geredet. Da werden sie mit Sicherheit schon die ersten paar Hinweise haben. Vielleicht schon das Season-Thema anreißen, das nächste. Und natürlich auch schon zeigen, was wird die nächste Klasse sein für die nächste Erweiterung. Da werden sie wahrscheinlich auch schon ein, zwei Mechaniken vorstellen und vor allem zeigen, wie die Story weitergeht. Schon mal ein bisschen Hype schüren, denn das ist ja die perfekte Bühne dafür. Auch nach den ganzen Blizzard-Skandalen, sobald Diablo 4 angekündigt wurde damals mit dem ersten Trailer, waren wieder alle gehypt. Egal wie scheiße Blizzard ist, egal wie viele Fehler sie machen, aber ein geiler Trailer und schon haben sie den Hype wieder hinter sich. So ist das und da werden sie natürlich diese Bühne auch wieder nutzen, um, denke ich mal, diese Erweiterung vorzustellen bei ihrem Livestream. Apropos Live, Patch 1.2.1 ist mittlerweile auch live. Darüber habe ich ja schon im letzten Video alle möglichen Infos gedroppt. Also falls ihr wissen wollt, was da so Neues hinzugekommen ist gestern, dann könnt ihr euch das Video gerne anschauen. Aber was wir jetzt thematisch erwarten können von der Erweiterung, da gibt es wie gesagt jetzt schon die ersten Hinweise, auch was die neue Klasse wohl sein wird, plus Gameplay-Details. Das alles haben wir jetzt schon in einem fetten Leak bekommen. Natürlich ist der wie immer mit Vorsicht zu genießen, denn es gab schon einige Leaks. Zum Beispiel direkt zu Anfang des Spiels wurde schon geleakt, dass es eine Weltenstufe 5 im Spielcode geben soll. Bei den ganzen Juwelen hat man auch schon Stufe 6, 7 und 8 entdeckt. Eigentlich müsste Blizzard das nur noch freischalten, weil ja schon die Bildchen und Beschreibungen vorhanden sind. Aber da lassen sie sich offensichtlich Zeit. Von dem her ist auch dieser Leak hier, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Aber er hat immerhin eine sehr plausible Quelle. Das Spiel ist ja seit ein paar Tagen auf Steam verfügbar mit Season 2 und da hat man dann auch die Möglichkeit auf SteamDB nachzugucken, also der Steam Database, wenn im Hintergrund schon an neuen Updates gewerkelt wird. Immer wenn ein Spiel sozusagen auch eine Steam-Version hat, dann sieht man im Hintergrund, wenn die Entwickler ein neues Update aufspielen, um das intern zu testen. Und so ist das auch mit Update 2.0 geschehen. Und allein an der Versionsnummer merkt man schon, aha, das ist eher was Großes, denn momentan sind wir ja bei 1.2 mit der zweiten Season. Und 2.0, das klingt schon nach einer großen Überarbeitung, so ähnlich wie auch Cyberpunk 2.0 das Ganze dann mit seinem DLC hatte, wird das hier wahrscheinlich auch mit der Erweiterung dann stattfinden. Und von diesem 2.0-Update wurde ein Alpha-Bild in einem privaten Testzweig auf Steam hochgeladen, der anschließend von Insidern gedatamined und geleakt wurde. Und diese durchgesickerten Informationen drehen sich um den ersten kostenpflichtigen DLC, wohl als Lord of Hatred bekannt. Würde sehr gut passen vom Namen, denn wir hatten ja bisher schon Lord of Destruction bei Diablo 2 oder Reaper of Soul. Also da wird schon immer recht deutlich sozusagen der Oberbösewicht dann im Titel benannt. Lord of Hatred würde deswegen so gut passen, weil natürlich da Mephisto am Start ist. Bekannt als Herr des Hasses und der Vater von Lilith ist. Und der war ja auch am Ende von Diablo 4 ganz großes Thema. Da musste man sich ja entscheiden, wen man in den Seelenstein packt. Also ich fasse es euch nochmal ganz kurz zusammen. Für alle, die Diablo 4 nicht durchgespielt haben, hier kleiner Mini-Spoiler. Also man hatte diesen Seelenstein und musste sich entscheiden, welchen der beiden Dämonen, entweder Mephisto oder Lilith, man für alle Zeit in dieses Gefängnis sperrt. Und Nerell, eine der Hauptprotagonistinnen, hat sich eben für Mephisto entschieden und ist dann auch abgehauen. Hatte Mephisto dann in diesem Kristall dabei und man hat gesehen, wie sie durch die Wüste geht und dann eben am Schluss auf ein Schiff gelangt und dann vermutlich nach Süden abhaut. Aber man hat auch immer gesehen, dass Mephisto da wahrscheinlich nicht drin bleiben wird. Der hat sich stark bedrückt und ganz am Schluss, am Ende der Credits, hat man sogar nochmal ein Bild von Mephisto gesehen. Also da wurde schon sehr klar angedeutet, ja, mit dem geht's weiter. Natürlich, es heißt Diablo, sehr wahrscheinlich wird es so viele Erweiterungen geben, dass wir da irgendwann mal gegen alle großen Übel kämpfen, also Baal, Mephisto und Diablo, das wollen die Leute ja auch
Und Blizzard hat schon angekündigt, dass sie jährliche Erweiterungen droppen wollen. Und nur mit diesen Erweiterungen wird die richtige Story auch kontinuiert. Von dem her wird man da wahrscheinlich darauf setzen, dass man ja erstmal die großen Übel platt macht, eine nach dem anderen. Und da passt Mephisto natürlich als erstes sehr gut rein. Und nicht nur die Story soll erweitert werden, sondern auch die Karte. Da ist natürlich die Frage, wo das Ganze dann spielen soll. Gerüchte deuten darauf hin, dass der Schauplatz Kurast aus Diablo 2 zurückkehrt und den Spielern eine neue Region bieten soll, die es zu erkunden gilt. Diese Region soll ähnlich groß sein wie die bestehenden Gebiete in Diablo 4 und soll den Spielern reichlich Inhalte bieten, in die sie eintauchen können. Also ja, Kurast ist tatsächlich schon ein Thema aus Diablo 2 gewesen und passt rein thematisch extrem gut. Denn Kurast ist auch die antike Hauptstadt von Kyjistan gewesen, die zur Zeit von Diablo 2 durch Mephisto kontrolliert wurde. Er hat da sozusagen die Magierriege korrumpiert und auch dafür gesorgt, dass die Stadt von Dämonen heimgesucht und von einem Dschungel überwuchert wurde. Also hatte da komplett Macht und freie Hand, bis eben die Helden aus Diablo 2 kamen und ihn zurückgedrängt haben. Und am Ende von D4 fängt Nerell Mephisto ja im Seelenstein ein und man sieht, wie sie in der letzten Cutscene ein Schiff von Kyjistan vermutlich nach Süden nimmt. Und was liegt südlich von Kyjistan? Ihr habt's erraten. Genau. Es ist Kurast. Es passt also alles wirklich sehr gut zusammen und hat sich auch schon im Hauptspiel so angedeutet, dass es eben dort weitergehen soll, von der Location her, vom Bösewicht her. Und was wir da haben, ist eben ein riesiger Dschungel, der immer noch so existiert, allerdings nach dem Fall von Mephisto laut der Lore dann wohl etwas verkümmert ist und grau geworden ist. Also vom üppigen Grün haben wir jetzt eher so ein mattes Grau, wobei ich finden würde, dass so ein richtiger Dschungel ja schon was Neues wäre als Location. Klar, wir haben hier und wieder so Sumpfgebiete und Mangroven, aber so richtigen Dschungel, so richtig knallige Farben hatten wir eher selten und natürlich passt das auch nicht ganz zum Setting von Diablo, aber ich denke, mit diesem Grau können sie dann ganz gut reinspielen und ja, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich denke aber, was die Map-Erweiterung angeht, da ist im Süden sowieso Platz, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, das wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist nur, wie sinnvoll nutzen sie das Ganze wieder aus? Denn momentan ist die Open World ja ganz nettes Beiwerk, aber außer dem Ansehen erfüllt das ja kaum einen Zweck, von dem her hoffe ich, dass Blizzard auch daran noch weiter arbeitet. Und natürlich, so nett Story und Map-Erweiterung auch sind, was wir wollen, ist auch neues Gameplay, eine neue Klasse. Und auch da habe ich gute Nachrichten für euch. Zusätzlich zur neuen Handlung können sich die Spieler berichten zufolge auch auf eine neue Klasse freuen, die als Geistergeborene bekannt ist. Oder auch Spiritborn im englischen Original. Der Geistergeborene wird als naturbasierter Krieger beschrieben, der mit einer Glefe ausgestattet ist und scheint eine Mischung aus Barbaren- und Druidenklasse zu sein. Diese einzigartige Kombination könnte den Fans einen aufregenden und vielseitigen Spielstil bieten, den es zu entdecken gilt. Und es gibt sogar noch ein paar weitreichendere Informationen zur Klassenherkunft und der Mechanik aus einem zweiten Leak, der zum ersten fast identisch ist und eben auch sagt, diese Spiritborn sollen auf jeden Fall kommen, also auch das macht schon wieder ein wenig plausibler, dass zwei Leaker unabhängig voneinander fast gleichzeitig eben diese Klasse leaken und hier sagen sie, die Spiritborn sind eine Klasse, die tief in den Elementen der Natur und des spirituellen Reichs verwurzelt sind. Sie sind die Kinder der Wildnis, geboren aus dem Geist der Ebenen, des Himmels, des Bodens und des Waldes. Ihre Seelen sind untrennbar mit der Welt um sie herum verbunden und schöpfen Kraft aus der Essenz des Lebens und der Natur. Klingt natürlich schon sehr ähnlich zum Druiden, fast ein bisschen zu ähnlich meiner Ansicht nach. Aber wenn man das eben verbinden könnte mit einer Art, ja ich sag mal Engel oder vielleicht sowas wie einer Walküre, also meiner Ansicht nach sollte die Klasse auf jeden Fall ein Schild tragen, denn sowas fehlt noch im Spiel. Aber was die Mechanik angeht, klingt das auch interessant und zwar kommt die Kraft der Spiritborn laut dem Leak aus zwei Ressourcen, Vigor und Allegiance. Vigor repräsentiert ihre physische Vitalität und Ausdauer, die aus der Bindung zwischen Erde und Himmel gewonnen wird. Es verbessert die physischen Fähigkeiten und ermöglicht es, Taten der Beweglichkeit und Stärke jenseits normaler Fähigkeiten auszuführen. Allegiance hingegen ist für die spirituelle Verbindung zur Natur und ihrer Kreaturen. Durch Allegiance können beispielsweise Geister und mächtige Zauber beschworen werden. Ja, wie gesagt, da muss man einfach mal gucken, dass es nicht zu ähnlich zum Druiden wird. Also vielleicht setzt man dann, wenn diese Klasse wirklich kommen sollte, weniger auf klassische Elementmagie und spielt dann mehr mit diesem riesigen Urwald, dass man irgendwelche Holzwesen beschwört oder sowas in der Art. In meinem Kopf ist das sowas wie eine Art Walküre, also so ein spirituelles, mystisches Wesen, so halb Engel, halb Mensch, was eben dann in diesem Wald für eine Art Gleichgewicht sorgt.
Und da kann man auf jeden Fall ein bisschen was draus machen. Gerade mit der Glefe, die die in der Hand haben, was ja so eine Art Speer ist, könnte man in der anderen Hand natürlich perfekt ein Schild platzieren. Und genau so eine Klasse fehlt ja momentan auch. So eine klassische Speer- und Schildgeschichte. Viele wollen ja auch einen Paladin oder einen Kreuzritter haben und da bin ich auch nicht abgeneigt. Aber Blizzard hat ja schon angedeutet, dass sie eine Klasse ins Spiel bringen wollen als nächstes, die es davor noch in keinem anderen Diablo-Teil gab. Und einen Paladin gab es halt schon. Von dem her wäre sowas natürlich ein idealer Ersatz. Vor allem, wenn man das so umsetzt wie in meinem Kopf, so eine Art Valkyrie mit einer Glefe in einer Hand, einem Schild in der anderen. Also das sieht schon ziemlich passend aus, aber das ist natürlich ganz große Spekulation meinerseits. Wir haben super wenig Details über diesen Spiritborn und wissen überhaupt nicht, ob der überhaupt kommen soll. Ist schließlich immer noch ein Leak, von dem her lasst uns da nicht allzu weit reinsteigern, aber das wäre zumindest mal meine Vorstellung dazu. Aber das war's immer noch nicht, Freunde. Weitere Leaks deuten auf ein Söldnersystem hin, das so ähnlich wie in Diablo 2 es den Spielern ermöglichen würde, Gefährten anzuheuern und aufzuleveln, um sie in ihren Kämpfen zu unterstützen. Und darüber hinaus könnte der DLC Herr des Hasses den ersten Schlachtzug des Spiels, das Grab von Akkarath, mit 5 herausfordernden Flügeln einführen. Also was damit gemeint ist, ist ein Raid. Es soll laut dem Leak tatsächlich einen Raid geben mit mehreren Wings, so ähnlich wie in einem MMO. Und das ist eine Sache, die ich mir so nicht vorstellen kann. Das klingt sehr über alle Maßen übertrieben. Denn wenn es Blizzard kaum hinbekommt, zu den Seasons eine Mechanik und Endgame-Content hinzuzufügen, das haben sie jetzt erst in Season 2 geschafft, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein heftiger Raid-Content kommen soll. Und sowieso muss man bei Raid sehr vorsichtig sein, meiner Ansicht nach, denn es gibt super viele Spieler, die einfach nur für sich Solo Diablo spielen wollen. Und wenn man den Leuten was wegnimmt, dadurch, dass es den geilsten Content und den geilsten Loot nur in einer Gruppenaktivität gibt, dann wird man extrem viele Spieler vom Spiel wegtreiben. Entweder müsste man das dann so machen, dass man in der Gruppe nur kosmetische Dinge bekommt, oder dass es auch für Solo-Spieler möglich ist, den Content zu bewältigen. Entweder indem man auch eine abgespeckte Solo-Version dieses Raids anbietet mit den gleichen Belohnungen, oder dass man einen Gruppenfinder macht. Dann allerdings wird das Problem, dass man da ja als Solospieler in irgendeine random Gruppe gerät, ohne große, gute Kommunikation. Von dem her müsste man dann auch die Raids auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterdesignen und dann auch nicht so schwer und anspruchsvoll machen, worunter dann die Qualität der Raids an sich leidet. Also so oder so wäre Blizzard da wirklich einem sehr großen Problem und einer sehr großen Hürde gegenübergestellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das adäquat lösen könnten. Ich hätte ja selber nicht mal eine Lösung, die wirklich alle glücklich macht. Von dem her Raids wirklich spannendes Thema, aber auch natürlich eins, wo sehr viel Frustpotenzial drin steckt. Aber wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, ist, dass der Endgame-Content momentan noch zu wünschen übrig lässt. Über Duriel war jetzt schon eine gute Ergänzung, damit gibt es jetzt eine Möglichkeit, auch nach Level 100 noch irgendwas zum Grinden zu haben. Davor gab es eigentlich nur noch über Lilith und sobald man die gekillt hat, gab es überhaupt keinen Grund mehr, noch weiter im Spiel zu bleiben. Jetzt mit über Duriel gibt es immerhin noch eine Fahrmöglichkeit für die Über-Uniques und die motiviert zumindest einen Teil der Community noch weiter dran zu bleiben und länger das Spiel zu zocken. Aber ja, da sind wir eigentlich schon beim springenden Punkt. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass uns der fehlende Content mit einer Erweiterung verkauft wird. Also Blizzard müsste eigentlich erstmal das Spiel so weit auf Vordermann mit Gratis-Content bringen, mit weiteren Seasons, mit aber vor allem Content für das ewige Reich, das dann eben auch im Grundspiel manifestiert ist, dass das erstmal so richtig, richtig gut wird. Und dann erst sollten sie darüber nachdenken, uns irgendwas zu verkaufen. Denn wenn sie Stand jetzt eine 40 oder 50 Euro Erweiterung rausbringen würden, dann würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Das geht ja gar nicht, denn das Spiel ist ja überhaupt nicht fertig programmiert. Das ist wieder dieser klassische Fall von man bringt ein Spiel mit 50% Content raus und behält sich den anderen Teil vor, um den dann als kostenpflichtige Erweiterung verkaufen zu können. Und es ist ja wirklich so. Mit dem Release des Spiels waren wir quasi in einer unfertigen Alpha-Version. Jetzt mit Season 2 ist schon vieles besser geworden. Man könnte sagen, wir sind jetzt in der Beta. Aber wir sind eigentlich wirklich noch nicht beim kompletten 100%-Spiel angelangt.
Und solange Blizzard das nicht fertig gemacht hat mit Gratis-Updates, da können sie nichts herausbringen, was sie uns verkaufen wollen. Also ich bin sehr gespannt, was da auf der BlizzCon passiert. Ich denke, wenn sie bei einem moderaten Preispunkt von 10 bis 20 Euro bleiben würden, dann wäre es noch in Ordnung. Aber alles über 30 Euro, ich sag's euch, da wird der nächste Shitstorm losgetreten. Aber na, wir werden sehen. Ist ja nicht mal allzu lang. Am Freitag geht's schon los. Um 22.30 Uhr kommt dann der große Entwickler-Livestream. Und es ist ja noch immer nicht mit den Leaks geschehen, Leute. Es soll ja noch was zu Season 3 angekündigt werden anscheinend. Und da sind wohl Runensteine das Thema. Die erste Erweiterung von Diablo 4 könnte während Season 3 erscheinen. Start Ende Januar 2024. Wobei ich nicht davon ausgehe, ich denke, das wird erst zu Season 4 passieren. Und in den Spielerdateien will der Dataminer auch Runensteine entdeckt haben. Diese sind scheinbar für Season 3 vorgesehen, da um die Runensteine die typische Saison-Quest-Reihe herum aufgebaut sein soll. Ob Runensteine Ähnlichkeiten mit Runen aus Diablo 2 haben werden, bleibt abzuwarten. In der Entwicklungsphase haben die Devs von Diablo 4 aber Runen bereits in den Mund genommen. Zum Release kamen die aber noch nicht ins Spiel. Das ist wieder einer dieser klassischen Features, genauso wie auch Loadouts von, wo sie sagen, ja, das kommt irgendwann, aber kein genaues Datum. Von dem her, mal gucken, Leaderboards werden auf jeden Fall zu Season 3 kommen, aber viel mehr wissen wir da noch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung und natürlich könnt ihr auch gerne wieder live dann dabei sein. Ich werde das Ganze auf Twitch streamen, auf meinem Kanal twitch.tv/kartoffelkönig mit OE geschrieben. Um 22.30 Uhr gucken wir uns da die Entwicklerkonferenz an. Aber jetzt schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. Würdet ihr eine Erweiterung kaufen? Würdet ihr jetzt nochmal Geld bezahlen für ein unfertiges Diablo 4? Oder sagt ihr, ey, es ist doch total fertig, ich bin mehr als zufrieden? Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Meinung bei euch so verteilt ist in der Community. Würde mich an der Stelle jetzt aber auch verabschieden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.